verlorener Zwilling oder alleingeborener Zwilling. Warum spreche ich nicht vom verlorenen Zwilling, sondern vom alleingeborenen Zwilling und habe auch mein Buch so genannt? Nun, für mich sind unsere früh heimgekehrten Mehrlinge keineswegs verloren, ganz im Gegenteil. Sie sind da, sie begleiten uns durchs Leben wie Begleitengel und sie wollen, dass wir Kontakt mit ihnen aufnehmen. Und Worte haben Macht. Wenn wir also vom verlorenen Zwilling sprechen, dann ist das ein Faktum, dann ist das Gefühl damit verbunden, sie wirklich verloren zu haben. Natürlich, auf körperlicher Ebene fühlt sich das so an. Daher finde ich es ja so wichtig, Kontakt aufzunehmen und uns quasi als diese bidimensionale Brücke, als die ich uns sehe, uns wieder mit unseren jenseitigen Mehrlingen zu verbinden. Also fühl einfach in dich hinein, welche Terminologie dir besser gefällt, sich für dich besser anfühlt. Verlorener Zwilling oder alleingeborener Zwilling. Und dann, wenn du bereit bist hinzuschauen, dann nimm wirklich Kontakt auf mit deinem jenseitigen Zwilling, deinen jenseitigen Drillingen, Vierlingen, je nachdem, als wie viele ihr inkarniert habt. Dieser Kontakt ist so wichtig, weil wir eben auch die Aufgabe haben, als diese bidimensionale Brücke im Hier und Jetzt manches zu manifestieren, was unsere Mehrlinge im Jenseits durch uns hindurchfließen lassen. Das kann ein Buch sein, das können verschiedene Online-Dinge sein, das können Bilder sein, je nachdem, was dein Zwilling, was deine Mehrlinge an Begabungen hat oder haben. Also sei offen für das, was ich durch dich hindurch manifestieren möchte, was durch dich hindurch fließen möchte, und dann wirst du erkennen, dein Zwilling, deine Drillinge ist und sind nicht verloren, ganz im Gegenteil, sie sind so präsent, wie du es dir erlaubst wahrzunehmen. Ja, und dabei wünsche ich dir viel Erfolg und viele, viele wertvolle und erhellende Aha-Erlebnisse.